sind in den letzten Tagen. Ja, da sind sie gar nicht dran vorbeigekommen, denn der Mann hat für richtig Schlagzeilen gesorgt. Wobei der Mann noch etwas übertrieben ist. Der Junge ist 15 Jahre und kommt gerade frisch aus Katar. Denn da war die erste Mannschaft des FC Bayern München im Trainingslager. Und dieser 15-jährige Jungspund durfte diese Mannschaft begleiten. War der zweite Torwart hinter Manuel Neuer im Trainingslager und ist heute hier in Lübeck dabei. Das natürlich eine Riesenauszeichnung für dieses Turnier. War am Vorfeld nicht unbedingt mitzurechnen, weil natürlich der Medienrummel sehr, sehr groß war. Wir werden da sicherlich gleich im Laufe der Partie noch einmal drauf eingehen. Jetzt widmen wir uns erstmal dieser Partie. Hier ist Christian Früchtl am Ball. Auf die Beine im 2-2-System Alexander Nitzel, der den Ball gerade übergespielt hat. Toni Taranschitz. Jetzt am Ball. Verliert den Ball an der Bande, die Berliner jetzt im schnellen Umschalt fallen. Mit zwei Spielern aber der Ball geklärt. Von Frank Evina. Ein sehr bulligen Eindruck macht. Ja, und hier haben wir das erste Mal die Erfahrung gemacht. Mit der 4-Sekunden-Regel. Das könnte in diesem Jahr noch richtig für Diskussion sorgen. Das ist der große Kompromiss, der hier geschlossen wurde zwischen den Turnierverantwortlichen und dem Landesverband. Und die Problematik ist, dass es noch jeder Verband anders handhabt. Über Sinn und Unsinn dieser Maßnahme kann man sicherlich diskutieren. Jetzt die erste Möglichkeit für die Bayern. Jetzt das erste Missverständnis, die große Möglichkeit für Marcel Ziller, für die Bayern, die hellwach wirken, die Hertha gar nicht groß in die gegnerische Hälfte kommen lassen. Jordan Wieland. Und er muss es wieder pfeifen. Also nochmal 4 Sekunden darf der Torhüter den Ball halten. Nach diesen 4 Sekunden gibt es Freistoß für Berlin. Und auch bei diesem Freistoß, den die Bayern ausführen müssen, gilt diese 4-Sekunden-Regel. Das war ein schöner Abschluss von Marcel Ziller. Vorlage kam von Tobias Heiland. Schön quergelegt und dann per Dropkick abgeschlossen. Ins Netz. Der Berliner. Verdient auf jeden Fall. Die Bayern aktiver, aggressiver. Ja, da kann sie kaum befreit haben. Jetzt zum ersten Mal auf. Da bekommt aber Früchtl sein Bein ausgestreckt. Früchtl, 15 Jahre jung, 1,93 groß, Schuhgröße 50. Die Fußstapfen des jetzigen Stammtorwarts Manuel Neuer, also auf keinen Fall zu groß. Es war ein medialer Hype. Die Bayern versuchen das natürlich so gut es geht von ihm abzuhalten. Es gibt auch hier in Lübeck ein Interviewverbot. In meinen Augen eine richtige Maßnahme. Am schönsten wäre es eh, wenn ein Junge in dem Alter einfach Fußball spielen dürfte und dann etwas in Ruhe gelassen wird, aber das ist heutzutage leider mit allen Randerscheinungen und Begleiterscheinungen sehr, sehr schwer. Matthias Sammer sagte sinngemäß, wir hätten ihn nicht mitgenommen, wenn wir nicht wüssten, dass dieser Junge nicht abhebt, dass er nicht den Eindruck hat, jetzt habe ich es geschafft, sondern dass er das einfach als Belohnung, als Anerkennung ansieht.
Das Zitat von Früchtel zeigt, wie demütig er auch damit umgeht. Er sagt, für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, zusammen mit meinem Idol Manuel Neuer trainieren zu dürfen. Tolle Geschichte hier. Und wie gesagt, werte dieses Turnier absolut auf. Die Bayern insgesamt, wir sind ja auch dabei, die Mannschaft mal etwas kennenzulernen, spielen keine gute Serie. 11 Spiele, 13 Punkte, das macht Platz 8. Und dann in diesem Moment das Tor, das 2-0 für die Bayern, Toni Trogančić. U16 der Bayern in der Bayernliga aktiv. Allerdings U16 ja nur die zweite Mannschaft der B-Jugend. Guter Abschluss hier von Franke Wiener. Dazu muss man auch sagen, dass die U17 in der A-Jugend-Bundesliga Süd auf Platz 1 steht. Mit einigen Punkten Vorsprung. In München wartet man ja sehnsüchtig auf das nächste Eigengewächs. Es gab diese Woche noch einen Artikel im Internet über die Thematik. Sie können ja mal kurz überlegen, wer denn das letzte wirkliche Eigengewächs der Bayern ist, der es geschafft hat, Stammspieler zu werden. Sie werden überrascht sein. Der Ballverlust. Berlin jetzt mal im Angriff, aber wieder der Angriff versteckt. Also Bayern hat ein tolles Umschaltverhalten, tolles Gegenpressing. Nach Ballverlust geht sofort wieder auf den Ball. Und Ballbesitz für Berlin. Ja, um die Frage zu beantworten. David Alaba, das letzte Eigengewächs der Bayern, das würde ich als Stammspieler in die erste Elf geschafft hat. Das war im Jahr 2010. Seitdem hat es kein Jugendspieler mehr der Bayern wirklich dauerhaft in die erste Mannschaft der Bayern geschafft. Die Gründe dafür natürlich vielschichtig. Aber auch da darf man bei aller Kritik, die auch jetzt vielleicht da ist, die damals da war, an seiner Person, Louis van Gaal, nicht vergessen. Denn er war es, der Spieler wie Müller, wie Bart Stuber Chance gegeben hat und den Mut hatte, wohl wissend, dass das vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Spiel schief gehen kann. Das Ergebnis sehen Sie jetzt. Gerade bei Müller reden wir über einen Weltmeister. Und auch die Ausleihen funktionieren bei den Bayern nicht mehr so, wie vielleicht noch Lahm beim VfB Stuttgart oder Alaba bei TSG Hoffenheim. Heuberg zum Beispiel. Erst bei Augsburg, jetzt bei Schalke. Spielt da nicht wirklich eine tragende Rolle. Mitchell Weiser hat es nicht geschafft. Jetzt einer der Shooting Stars bei Hertha BSC Berlin. Natürlich Sinan Kurt. Talent aus Mönchengladbach. Ein Name, der jetzt ganz aktuell wieder auffiel. Also die Durchlässigkeit zu den Profis ist nicht wirklich da. Aber hatte sich Pep Guardiola das Jahr auf die Fahne geschrieben. Immer wieder hat der Spieler eingesetzt, auch wie Gaudinho, wie Scholl, die dann ein großes Lob bekommen haben. Aber irgendwann dann doch wieder in die zweite Mannschaft runtergestuft wurden. Das alles natürlich überhaupt nicht wertend, denn warum und was für Gründe dahinter stecken, das wissen am besten die Verantwortlichen selber, die die Spieler jeden Tag im Training sehen. Nur der Fakt mit der Durchlässigkeit, er bleibt bestehen. Zurück zum Spiel. Bayern kontrollieren. Die Bayern haben überwiegend den Ball. Die Bayern lassen ganz wenig anbrennen. Früchtel kann hier den Jetlag entspannt bekämpfen.
Guter Abschluss wieder. Fuß dazwischen von Benjamin Gretz bei den Berlinern. Berlin ist richtig gut in Form eigentlich in dieser Saison. Stehen auf Platz 1 in der Regionalliga. 32 Punkte, 14 Spiele. 41 zu 13 Tore. In der Liga 10 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Verfolger sind übrigens Chemnitz und Cottbus. Und jetzt die große Chance, einmal wieder das Bein von Früchtl. Natürlich da ein Größenvorteil. Zweiter Abschluss von Berlin, Steve Braun. Ja, die Berliner wären noch punktgleich mit Hansa Rostock in ihrer Regionalliga, wenn die dann ihr Nachholspiel gewinnen. Jetzt sind sie noch 3 Punkte hinten dran. Also die Berliner spielen eine tolle Saison. Es ist auch nicht ganz die erste Garde, die heute bei Berlin mit dabei ist. Zum Beispiel den Top-Torschützen Dennis Jatschrimdenski, 15 Tore. Nationalspieler U16, heute nicht im Kader dabei. Der zweite Top-Torschütze. Nankam, Jessic Nankam. Mit 10 Toren heute nicht im Aufgebot der Berliner. Aber wie gesagt, da das große Verständnis, das Trainingslager endete erst am gestrigen Freitag. Noch 2 Minuten hier in dieser Partie. Und alles andere als ein Sieg der Bayern hier in diesem Spiel wäre dann doch bei diesem Spielverlauf eine Überraschung. Natürlich sammeln wir heute nur erste Eindrücke. Wie oft war es so? Ein schwacher Samstag folgte dann ein Gala-Sonntag bei einigen Teams. Von daher sind wir einfach gespannt. Jetzt nochmal die Bayern. Ball nochmal rechts rausgespielt. Toller Abschluss. Sascha Kovacevic. Vorlage kam von Nico Fink. Und damit ist wohl endgültig der Deckel drauf. In dieser Partie. Ich habe es zu Beginn der Partie gesagt, Berlin der Rekordsieger, 4 Siege. Der FC Bayern München mit einem Titelgewinn im Jahr 2010. Erst 2 Finalteilnahmen überhaupt. Und dann das 4-0. Zwischendurch Marin Pudic. Die Bayern also 2010 und 2014 mit einer Finalteilnahme. Die Gewinnquote bei 15% im Jahr 2010. Wieder Früchtl dazwischen, der hier einen guten ersten Eindruck macht. Jawohl. 20 Sekunden auf der Uhr und die Halle wird zum ersten Mal so langsam wach. Hier in Lübeck. Letzter Angriff des Spiels, der Ball nochmal links rausgespielt, schön quergelegt, aber auf der Linie geklärt der Berliner. Der FC Bayern gewinnt sein Auftaktspiel mit 4-0 gegen Hertha BSC Berlin. Wir melden uns gleich weiter mit der Gruppe 2.